Sie sagte, ich bin ein Psychopath, weil ich stundenlang vor ihrer Tür rumsaß, gewartet hab, bis sie endlich aufmacht. Aber ich blieb seitdem nur ein Zaungast. Es hat gedauert, bis ich es wirklich geglaubt hab. Nochmal genauso lange, bis ich es verdaut hab. Sie hat mich ignoriert, weil ich's versaut hab. Ich hab nur zugeguckt, wie du sie zu deiner Frau machst. Auf einmal weiß jeder, dass sie zu dir gehört. Als hätten sie niemals von mir und ihr gehört. Keine Chance, sie davon abzubringen. Nie wieder kann ich sie zum Lachen bringen. So einen Arsch gibt's nicht nochmal in Berlin. Sie kommt in Club, alle Typen voller Adrenalin. Aber sie ist kein Fan davon, durch Partys zu ziehen. Nur ab und zu will sie dem Alltag entfliehen. Ja, sie ist immer beschäftigt. Sie kriegt nicht ganz alles mit und redet nicht über uns, da ist sie anders als ich. Sie will mich vergessen, doch egal was sie probiert hat, sie erinnert sich ständig daran, wie sie nun mir. Aber mittlerweile bin ich weg und unterwegs in anderen Zeitzonen. Ja. Hey, ich bin unterwegs in anderen Zeitzonen. Baby, komm her und ich zeig dir noch einmal, wie sehr ein Mann dich lieben kann. Schweig mit dir und hör Musik übertrieben lang. Schmieden Zukunftspläne oder gucken Animes. Lass den Moment noch einmal nutzen, solange es geht. Komm, wir fahren nur für eine Nacht weg. Oder bleiben wir zu zweit, so wie jetzt. Und ich fick dich nochmal auf dem Herd, so wie damals. Ich schwöre, meine Küche war nie wieder wärmer als damals. Wir gehen durch die ganze Wohnung, stellen alles auf Kopf. Dein ganzer Körper zittert und ich halte dich noch. Baby, red nicht über ihn, er muss nichts wissen drüber. Gib mir lieber das Kissen rüber. Prinzipien sagen, du machst es eigentlich nicht. Doch er gibt dir nicht das Gleiche wie ich. Und ich weiß, du gibst ihm nicht das Gleiche wie mir. Und sonst wären wir beide nicht hier, oder? Hey. Aber morgen muss ich weg, dann bin ich wieder unterwegs in anderen Zeitzonen. Okay, Baby, ruf mich an, ich weiß, du hast meine Nummer gespeichert unter einem anderen Namen in deinem iPhone. In deinem iPhone, ja. Ich würde lügen, würde ich sagen, dass er zu dir passt. Das mach ich nicht. Und es wär auch gelogen, würde ich sagen, sie und ich sind nicht perfekt zusammen. Auch wenn sie sagt, wir passen nicht. Ich würde lügen, würde ich sagen, sie war nicht die eine. Das will ich nicht. Wenn ich also mitkriege, dass du sie schlecht behandelst, sei dir sicher, Typ,